Also ich muss schon offen sagen, dass sich hier in unserem Lager sehr viel Unverständnis breit macht für die Situation. In Belgien wird in großen Teilen eben auf elektronischem Wege gewählt, in der DG flächendeckend. Ich denke, dass es im 21. Jahrhundert in einem westeuropäischen, demokratischen, zivilisierten Land eigentlich nicht passieren darf, dass so ein Super-GAU auftritt. Also ich persönlich bin immer ein Verteidiger der Papierwahl gewesen, weil das in meinen Augen das sicherste Medium ist. Papier kann man archivieren, da kann man zu jedem Zeitpunkt noch einmal nachzählen. Natürlich muss man auch da Sicherheitsvorkehrungen treffen, damit es keine Manipulationen gibt und damit nicht Papier beispielsweise verschwindet oder entwendet wird. Aber wenn man mit einem System arbeitet, das mittlerweile seit 20 Jahren aktiv ist, kein Mensch würde zu Hause seinen Computer 20 Jahre lang benutzen, sondern den wahrscheinlich nach 5-6 Jahren durch ein neueres Modell ersetzen. Da stelle ich mir schon die Frage, inwiefern solche Systeme überhaupt noch stabil genug sind, um ein doch sehr wichtiges Ereignis durchzuführen, nämlich die demokratische Wahl eines oder heute sogar von vier Parlamenten. Das wage ich doch sehr in Zweifel zu ziehen und ich denke, da wird man nach den Wahlen auch sehr ernsthaft darüber diskutieren müssen, wie man denn da weiterfährt, ob man dieses elektronische System beibehält, ob es da Verbesserungsmöglichkeiten gibt oder ob man nicht vielleicht doch zum guten alten traditionellen Papier zurückkehrt. Also die Stimmung ist ganz gut, aber natürlich sind wir gespannt und wir versuchen das Beste draus zu machen. Aber Ecolo lebt man an den Wahlabenden immer ganz gut. Wir machen also so, dass jeder was mitbringt. Wir haben sehr lecker gegessen, wir erzählen uns was, wir sitzen draußen. Aber es ist ein seltsamer Wahlabend. Ne? Eigentlich will man jetzt über Resultate diskutieren, sich freuen, analysieren und hier sitzen wir und warten. Ja, es ist natürlich wirklich schade jetzt auch gerade an solchen Abend. Wir sind alle natürlich doch sehr aufgeregt und alle warten auf diese Resultate. Dann, wenn es dann nur an der Technik dann in diesem Fall dann scheitert, das ist natürlich wirklich schade. Also ich weiß nicht, wie und wann sich wirklich jetzt diese Lösung finden wird. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass es sehr bald sein wird. Es ist natürlich schade, dass wir 2014 solche technischen Probleme erleben. Sie können sich vorstellen, dass hier die Leute auf die Resultate warten. Sie sind gespannt, sie haben schwere, harte Wochen hinter sich und müssen jetzt nochmal diese Geduldsprobe erleiden. Sie sind sehr optimistisch und zuversichtlich, aber wie bei einer Prüfung, man möchte gerne die Resultate wissen. Sie sitzen also auf heißen Kohlen. Ja, ich glaube, man muss einfach jetzt warten. Man muss versuchen, die Zeit zusammen zu verbringen, etwas über den Wahlkampf zu erzählen, was alles so ist. Aber ich denke, dass wir positiv der Sache entgegen sind.